Lila. Nilduf meint, dass ich in ihrem Schrott eine Metallplatte finde. Eine Brutstätte suchen und heraus. Schrotthaufen und der Metallplatte. Das verstaue ich für später. Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Das ist gut, ich habe jetzt richtig Hunger. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Einsetzen. In meinem Vorrat, wenn ich es brauche.
irgendwas. Ja, willkommen, Fremde. Gib den Zinn. Zinnach, gib ihnen Bier, dann werden sie schon friedlich. Haben Sie nicht mal äußerst talentiert? Hallo! Wie Hammer auf Stahl. Ah, da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Alvin, höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich hab mich sogar gewehrt. Oh ja, das hab ich. Bin ganz Ohr. Ich hab sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich hab, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Wow. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Und schauen, was Mildurf sonst so treibt. Ah, Retterin! Oh, hierher! Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvins Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu, wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvin soll endlich Ruhe geben. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvin dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvin wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvin will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Wieso hilft es Alvin, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osseram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken,
Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvund genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvund vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Selbst die Retterin von Meridian braucht eine Herrung. Ah, ist ihr nach einer Partie Streitschwester? Ich baue das Brett auf. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann, wie mächtig ihre Angriffe sind, die Distanz, auf die sie schlagen können und natürlich ihre Gesundheit. Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir beim Spiel. Das ist mein Brett, also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst, aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir und beweg sie vorwärts. Denk dran, jede Maschine kann nur eine bestimmte Distanz gehen. Sieh dir deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde 2 Maschinen bewegen. Also los. Perfekt. Sonst kannst du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Und du bist wieder dran. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Jetzt beweg die Figuren. Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft deiner Maschine gegen eine deines Gegners. Die Kampfkraft einer Maschine ergibt sich aus dem Terrain, auf dem deine Maschine steht, und ihrer Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland und deine aktuelle Maschine hat 2 Punkte Angriffskraft. Also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine genau 2 Punkten. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte. Das heißt, dass deine Maschine meiner Maschine 2 Punkte Schaden zufügen kann. Hast du alles verstanden?
wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Maschine zu Ende an. Du hältst dich doch nicht zurück, oder? Jetzt schnapp dir deine zweite Maschine. Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. So kommt sie ein Feld weiter. Versuch's mal. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht hier frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine. Das war's dann schon mit deiner Runde. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden, aber nicht viel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Jetzt verpasst der Maschine eins. Sie fliegt runter vom Brett und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine hat meine angegriffen, aber sie hat sich nicht bewegt. Nur zu, rücke weiter vor, auf meine verbleibende Figur zu. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen. Und nach der Gesundheit deiner Maschine zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Überlade deine Maschine, um meine ein zweites Mal anzugreifen, und ich zeige dir, was ich meine. Ist das nicht ein Spaß? Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Das Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich meine erhalte. Was bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Tja, wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht, aber alle meine Figuren zerstört. Das bedeutet, dass du gewonnen hast. War doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material, oder? Mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Danke, ich überleg's mir. Hoffentlich bis bald. Wegen Neuling. Ich weiß, ihr beide müsst uns, aber...
Eine Sekunde. Halt! Es ist zu gefährlich! Und er ist voller Dornrücken. In Brutstätten gibt es Daten zur Überbrückung von Maschinen. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Stein. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Toter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Ich werde den Pfad nach oben folgen. Mine. So viele abgeknickte Bäume.
wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Okay, mal sehen, wohin das führt. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Dornrücken. Sie kamen also wirklich hier durch. Die hier lassen dann fest. Ich muss sie erledigen. Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Genug Lohe, um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Die Nachricht ist für Over. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owens ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Jabbar davon unterrichten.